Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute zu Besuch bei Iris Hartmann in Waldbröl. Die Iris ist Diplom-Bekleidungsingenieurin und aufgrund ihrer Begabung ist sie jetzt Heilungsbegleiterin. Ich war vorhin das zweite Mal bei ihren Behandlungen und dazu erzähle ich dann gleich noch was. Was ist das für eine besondere Begabung, Iris, die dich zur Heilungsbegleiterin macht? Ich kann in Menschen fühlen. Das heißt, ich fühle dort die Beschwerden des Menschen. Also ich verbinde mich mit dem Energiefeld und kann dann dort spüren, wo ein Druck entsteht oder wo eine Kälte ist oder wo es schmerzt, zum Beispiel auch, ne? Ja. Und das hat sich halt für mich so entwickelt. Ich habe halt in meiner Kindheit auch gefühlt und dachte immer, das ist für mich, meine Schmerzen sind das. Und das hat sich aber jetzt mit den Jahren, hat sich das halt dahin entwickelt, dass ich über diese ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass ich dann halt gesehen habe, das sind gar nicht meine Schmerzen. Ich hatte die quasi von den anderen gefühlt, ne? Um das jetzt auseinanderzuhalten, also das war schon gut, dass ich das jetzt heute kann. Ja, du hast das Stichwort Ausbildung. Du verwendest bei deinen Sitzungen verschiedene Techniken. Genau. Zum Beispiel dieses Kahi Healing von dem Tom Peter Riedorf oder jetzt Aurachirurgie. Und ich habe auch Ansätze von Gestalttherapie, wo der Rogers und Pearls diesen Menschen so achten, wie er ist. Das ist mir auch ganz wichtig. Und ich lasse das in die Energiearbeit mit einfließen und wende das an, was jetzt gerade dran ist, ne? Und gucke dann eben, ist es auch manchmal nur ein Gespräch oder fließt dort schon gleich diese Energiearbeit mit rein? Also ich habe vorhin, als ich bei Ihren Behandlungen war, was ganz Phänomenales erlebt. Wir sind da in ein Erlebnis gegangen, was in meiner Kindheit, ungefähr wo ich 8 war, in der 3. Klasse passiert ist und was offenbar für mich ein starkes Trauma war bis zum heutigen Tage. Ja. Und sie hat ja irgendwas gemacht und ich habe dann quasi das richtig körperlich gespürt, wie mein Hals eng wurde und auch so ein Pochen war und wie das auch in der Herzgegend ein Stich war, ne? Und wie ich überall, wie mir heiß wurde. Und also dieses Auflösen, das hat sich wirklich körperlich bemerkbar gemacht. Das habe ich noch nie erlebt. Wie das auch irgendwie so durch den ganzen Körper geflossen ist. Ne? Iris, was hast du da genau gemacht vorhin bei mir? Ja, ich habe quasi die Hände in ein Energiefeld gehalten und habe halt darum gebeten, dass das Trauma aufgelöst wird. Also du hattest mir vorher berichtet, dass es dir nicht gut geht und dann habe ich halt die Stelle gesucht, an dem das jetzt für dich entscheidende Trauma liegt. So, dann habe ich auch gespürt, wie das sich aufgebaut hat und tatsächlich, wie dein Herz wehgetan hat und du quasi am Hals sehr starken Druck hattest, ne? Und dann habe ich abgewartet und weiter dort mit meinen Händen Energie in das Feld geschickt, bis das von alleine abgelaufen ist. Also ich habe dir den Impuls gegeben, dass du mit deinen Selbstheilungskräften das alleine regeln konntest. Also ich habe wirklich gemerkt, ich fühle mich jetzt wirklich sehr, sehr rund, sehr harmonisch, so irgendwie ein bisschen so wie frisch gewaschen oder so, keine Ahnung. Also es ist wirklich ein anderes Gefühl, Genau, sehr angenehm. genau. Und das ist ja bei einer Störung ist das, da ist irgendwo ein Stau entstanden oder ja, wie man schon sagt, eine Blockade. Und dann kann der Organismus nicht mehr frei funktionieren. Also der ist irgendwo an der Stelle etwas verkrampft oder eingeengt oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und durch diese Auflösung kann das Ganze wieder rundlaufen. Also es fühlt sich dann ganz anders an. Es ist nicht mehr so gequetscht oder, ne? So, und dann lösen auch sich solche Staus auf oder dieses Druckgefühl oder was es sonst so gibt, ne? Es lösen sich dort auch Schmerzen auf. Ja. Also ganz oft passiert das bei Rückenschmerzen, dass dort sich die Muskulatur so entspannt, dass es mit einem Schlag geht, dass sich das löst. So, dann bleibt dann hinterher noch so ein Muskelkater über. Ja,
Also das ist das, wenn man richtig verspannt die Hände mal hält und macht die hinterher lose, dann merkt man auch, wie das quasi sich dann langsam entspannt und das ist dann das, was noch überbleibt. Okay. Du hast mir erzählt, dass du auch sehr gerne mit Kindern arbeitest. Ja, ich liebe Kinder. Ja, ich habe meine pädagogische Weiterbildung gemacht und in der offenen Ganztagsschule gearbeitet, um dann festzustellen, ich kann dort kaum etwas bewirken. Also ich habe dort gesehen, dass die Kinder sich nicht wohlfühlen, dass sie unter starkem Druck stehen und auch jetzt in dieser Leistungsdruck in der Schule. Und ich habe dann versucht, etwas im Ganzen zu bewirken. Das hat mich aber leider selber gar nicht, hat mir nicht weitergeholfen. Also mein Impuls innen war, dass ich ihnen noch weiterhelfen wollte. Und dadurch ist das auch noch mal intensiver ins Rollen gekommen. Ja, und das sind für mich ganz feine Seelen, die Kinder. Du hast zusammen mit Astrid Stölt-Jons die Interessengemeinschaft Lebenswelle ins Leben gerufen. Dabei treffen sich Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, um sich gemeinsam zu vernetzen. Ja, wir wollen, wenn es möglich ist, auch den Konkurrenzgedanken ausschalten. Das bedeutet, alles, was es gibt, im weitesten Sinne, was sich vielleicht mit Gesundheit befasst, das hat seine Berechtigung und darf sein. Das ist so, wie wenn ich mir aus einem Riesenangebot etwas aussuche. So, und da würde ich alles dazu zählen, auch die Schulmedizin und die Naturheilkunde und jetzt uns Heilungsbegleiter, dass alles auf einer anderen Ebene wirkt und dass wir dann alles, was wir in Betracht ziehen können, auch ausschöpfen können. Das heißt, da sind jetzt mehrere unterschiedliche Menschen drin. Genau. Du hast erzählt, ein Apotheker ist mit dabei. Genau, genau. So, und dass wir dort die Menschen, die Hilfe suchen, dass die auch das finden können, was sie jetzt gerade brauchen. Das kann jetzt sein, dass ich erstmal auch zum Schulmediziner gehe. Also das würde ich ja sowieso immer abklären lassen, eine Krankheit von dem Schulmediziner. Ne? Und dass ihm trotzdem weiterhilft, dass er seine stärkeren Gefühle bearbeitet oder vielleicht auch sich mal in eine Klangschale stellt, ne? Zum Beispiel. Und dort durch die Schwingung sich auch schon ganz viel löst. Ne? Und wenn jetzt jemand, sagen wir mal, zum Beispiel mit Burnout oder so zu dir kommt, und dann würdest du unter Umständen den dann an jemand anders empfehlen in der Gruppe? Genau. Also das heißt jetzt, es gibt sehr viele Therapeuten, die alle mit Burnout arbeiten. Und da kommt es dann auch auf die Resonanz an. Was lässt der Mensch zu? Was möchte er? Möchte er ein Gespräch? Möchte er sich energetisch behandeln lassen? Oder was hat er? Was, vielleicht fehlt ihm auch einfach nur die Auskunft, was es gibt, wo er sich darauf einlassen kann. Ne? Was ihm jetzt gerade weiterhelfen würde. Vielleicht ist ja ein Naturheilkundler mit Kräutern oder ein gutes Gespräch in der Apotheke oder wie auch immer. Ne? Okay. Ja, finde ich sehr interessant. Vielen Dank, liebe Iris, für den kurzen Einblick für deine Arbeit. Liebe Zuschauer, wenn ihr Interesse habt an der Iris, und wir werden wie immer ihre Seite unter dem Interaktionsfeld des Videos verlinken. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich sage, liebe Iris, vielen Dank für deine Zeit. Und für euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.